Herzlich willkommen zu einem Rundgang von Kräutern in Garten und Küche. Nachfolgend möchte ich Ihnen die wichtigsten Küchenkräuter erklären. Im Gegensatz zu echten Gewürzen, wo Samen oder andere Pflanzenteile geerntet werden, benutzt man bei den Kräutern die krautigen Bestandteile. Das ist der Unterschied. Schauen wir uns zuerst einmal unser wichtigstes Küchenkraut an, die Petersilie. Sie ist etwas empfindlich im Anbau und braucht unbedingt einen Platz, wo sie vorher noch nicht gestanden hat. Und der Boden muss gut die Feuchtigkeit halten können, also im Sommer besser in den Halbschatten stellen. Kälteempfindlich ist sie zum Glück nicht, sie kann schon ab März direkt gesät werden. Um immer frische Petersilie zu haben, empfiehlt es sich, auch in einen Kasten Petersilie zu säen oder zu pflanzen. Ein großes Problem bei diesem Kraut ist die sogenannte Petersilienkrankheit, die verschiedene Ursachen haben kann. Wenn es gar nicht klappt mit dem Anbau, die Petersilie besser in einen Kasten setzen. Es werden verschiedene Sorten von glatt- und krausblättriger Petersilie angeboten, als loses Saatgut, Saatband oder Saatscheibe. Mit Petersilie kann man fast alle Gerichte würzen, außer Süßspeisen. Und am besten wird sie nur ganz frisch verwendet. Konservieren lässt sie sich auch gut, und zwar am besten wird sie eingefroren. Deutlich weniger empfindlich ist der Schnittlauch. Dieses Zwiebelgewächs braucht aber einen wasser- und nährstoffhaltigen Boden und am besten gibt man ihm jetzt im Frühjahr eine leichte Startdüngung. Für den Anfang pflanzt man sich ein paar Töpfe oder sät auch eine ganze Reihe aus. Eigentlich ist der Schnittlauch robust, trotzdem kann häufig mal Rost auftreten, deshalb besser tolerante Sorten wie Fitlau auswählen. Schnittlauch wird am besten auch nur ganz frisch verwendet, fein geschnitten, aufs Brot, zu Salat, zu Eierspeisen. Und auch die Blüten können mitverwendet werden. Jetzt kommen wir zum heiligen Kraut der Hindus, dem Basilikum. Es stammt auch aus dem tropischen Vorderasien und ist entsprechend wärmebedürftig. Hierzulande hat es eine unglaubliche Beliebtheit bekommen und ist nicht nur ein Gewürzkraut für Tomaten. Im Garten wächst es sehr gut mit Tomaten zusammen, am besten beide unter einem Regenschutzdach. Allerdings kann man Basilikum nicht direkt aussäen, sondern muss es vorziehen in Töpfen oder anderen Gefäßen und kann es dann an den Fuß der Tomaten pflanzen, so dass beide Pflanzenarten ausreichend Licht bekommen. Sehr praktisch für die Aussaat sind sogenannte Saatscheiben, die auf einen Topf mit Blumenerde gelegt werden und mit Sand etwas befestigt werden. Wichtig ist eine möglichst hohe Keimtemperatur. Diese Saatscheiben gibt es mittlerweile für ganz verschiedene Basilikumsorten. Wenn man es sich einfach machen will, dann kann man auch gekaufte Basilikumtöpfe zerteilen und dann so wie hier in einen Kasten setzen. Vom Basilikum gibt es mittlerweile sehr viele verschiedene Sorten in Rot und in Grün. Da muss man sich einfach durchprobieren, um seine Lieblingssorten herauszufinden. Neben dem normalen großen grünen Basilikum ist vor allen Dingen zu empfehlen das Anis- und Thai-Basilikum für exotische Gerichte und auch Süßspeisen. Ebenfalls eine leicht exotische Note bekommt man mit dem mexikanischen Gewürz- oder auch Zimtbasilikum und ein guter Allrounder ist das Zitronenbasilikum. Basilikum geht sehr schnell in Blüte und um ausreichend Blattmasse zu bekommen, sollte zumindest ein Teil der Blüten entfernt werden. Basilikum ist natürlich das klassische Kraut für alle Tomatengerichte und auch Pasta jeglicher Art. Aber probieren Sie doch ruhig auch mal andere Sachen damit aus. Und einige süß schmeckende Basilikumsorten eben auch für Süßspeisen. Die beste Art, um Basilikum haltbar zu machen, ist es, ein Pesto herzustellen und in Schraubgläser abzufüllen. Man kann das Kraut aber auch in Essig oder Öl einlegen, wobei diese Mischung dann 2 Wochen auf einer sonnigen Fensterbank durchziehen muss.
Ein altbekanntes, traditionelles Gewürzkraut ist das Bohnenkraut. Von ihm gibt es zwei ganz verschiedene Arten, nämlich ein einjähriges, was jedes Jahr neu gesät werden muss, und ein sehr aromatisches, mehrjähriges, das Bergbohnenkraut. Das einjährige Bohnenkraut kann man ab Mitte Mai säen, zum Beispiel zwischen die Bohnen, wo es vorbeugend gegen die Bohnenlaus wirkt. Das mehrjährige steht gut im Staudenbeet und davon gibt's auch eine purpurfarben blühende Sorte. Das Bohnenkraut ist natürlich ein ganz traditionelles Gewürz für alle Hülsenfrüchte, wo nicht nur der Geschmack verbessert wird, sondern auch die Verdaulichkeit. Es passt aber auch in diverse Eintöpfe und zu Schmorfleisch. Der beliebte Dill präsentiert sich im Garten etwas zickig, denn wenn der Boden mal trocken wird, kommen sehr schnell Blattläuse. Also besser halbschattig stellen und gleichmäßig feucht halten. Am besten sät man auch mehrere Sätze im Abstand von 2 Wochen hintereinander und das, was dann gut gelingt und zu viel ist, kann man gut einfrieren. Es gibt ein paar verschiedene Sorten, die sich aber nicht allzu sehr unterscheiden. Dill lässt sich sehr vielseitig verwenden für alle Salate und vor allen Dingen zu allem Fischigen. Es kann aber auch für verschiedene Suppen und Soßen verwendet werden und natürlich auch zum Einlegen von Gurken. Kerbel ist eng verwandt mit dem Dill, aber lange nicht so empfindlich und kann problemlos angebaut werden. Schon ab März kann gesät werden, aber für den Sommer sollte man auch eher einen halbschattigen Standort wählen mit ausreichender Bodenfeuchtigkeit. Kerbel ist ein sehr feines Kraut, gehört in die französische Küche und ist hierzulande leider viel zu wenig bekannt. Es passt sehr gut in Salatsoßen und auch in helle Soßen, zusammen auch mit Estragon, und eine tolle Spezialität ist die Kerbelsuppe.